Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Es gab einen kleinen Patch und schon einen kleinen Sneak Peek zu Season 2. Neue Informationen, finde ich sehr cool, wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Zwei Kleinigkeiten, die geändert wurden, die sind schnell abgefrühstückt. Ich schau mal, ob es euch selber auffällt. Es gibt keine Superheldenlandung mehr. Also, das haben sie rausgenommen. Das war mir auch schon so lange ein Dorn im Auge. Es gab verschiedene Dinge, um das zu umgehen, einfach schießen zum Beispiel, aber es gibt keine Superheldenlandung mehr. Das heißt, wenn ihr von irgendwo ganz weit oben runter ballert, dann könnt ihr sofort weiterlaufen. Und das zweite sind wir auch direkt, wenn ihr hier so einen Outpost abschließt, dann ist die Abklingzeit nur noch 30 Sekunden, Leute. Also nicht mehr eine Minute und auch nicht mehr wie ganz früher 5 Minuten, sondern 30 Sekunden. Und das liegt daran, dass da bald coole Änderungen reinkommen werden in dem Outpost. Und zwar wird es so sein, dass die Amorphe, die ihr bei so einem Outpost bekommen könnt, egal ob es jetzt... Wie ging das denn nochmal? Wie scrollt man nochmal? Ah ja. Egal ob es jetzt das normale Morph ist oder der Amorph, den ihr nur mit Shaman im schweren Modus bekommt. Diese Morphe werdet ihr demnächst auch anders farmen können. Und zwar... bei Infiltration. Hier am Schalter Infiltrationseinsatzterminal wird es dann demnächst bei normal und auch bei schwer Missionen geben. Ich denke mal, die Missionen bleiben einfach gleich. Und hier wird es dann unten eben nicht mehr nur 1-2 Morphe geben und Belohnung 1-2, sondern dann noch Belohnung 3 und Belohnung 4. Einmal für das Morph. Ja, das normale Morph und einmal der Morph von Sharon. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann keine Doppelten mehr gibt mit den 100%. Müssen wir mal schauen. Habe ich keine Ahnung. Allgemein wird der komplette Outpost gereworked. Das wissen wir noch nicht, wie das aussehen wird. Kommt aber alles in Season 2. Early Season 2 und Beginning von Season 2, also mit dem Season 2 Patch, wird es hier in der Belohnung 3 und Belohnung 4 geben. Oder vielleicht auch in Belohnung 1 und in Belohnung 2 dann einmal den Morph für Bosse und den Morph für den leeren Fragmentreaktor. Keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass ihr auch hier die Morphe farmen könnt, die es auch bei den Outposts gibt. Da gibt es verschiedene Gründe. Einmal natürlich... da ist es unfair für alle, die keine Sharon haben. Also wer kein Sharon hat, aus welchen Gründen auch immer, kann ja keine Infiltration machen. Außerdem ist Infiltration so ein enges Gebiet. Also nur Sharon kann Infiltration machen. Und das ist natürlich ein bisschen nervig, vor allem weil Sharon jetzt auch nicht der stärkste Charakter ist. Dann ist das Ganze natürlich auch Luck-based. Das bedeutet, du hast nur eine 20% Chance, überhaupt Morph zu bekommen bei einem Außenposten und bei den Infiltrationseinsätzen ja 100%. Deswegen hat man meistens das eine oder das andere gemacht, je nachdem, was schneller und einfacher war. Jeweils auch vor Season damals mit Luna und dann auch jetzt in Season 1 mit Hayley und Ultimate Frame hat man das gesehen, dass man sich auf einer der... Hayley war noch was anderes, aber mit Ultimate Frame nochmal gesehen, dass man sich da ein bisschen auch eingeschossen hat, wo es ist am einfachsten zu bekommen. Und so wird es einfach nochmal eine Variety on top geben, dass man diese Morphe aus den Außenposten auch in den Infiltrationseinsätzen bekommen kann. Die Morphe müsst ihr dann dennoch immer noch in den einzelnen Gebieten bei einem leeren Fragmentreaktor quasi zünden. Das kostet dann auch immer noch Splitter, also Fragmente, leere Fragmente. Und die Fragmente werden auch gleich bleiben, da wird sich nichts ändern. Aber ihr müsst dann erst die Infiltration machen, dann in das Gebiet gehen zum leeren Fusionsreaktor und dort die Morphe dann quasi zünden und aufmachen. Und die Outposts werden dann auch gereworked. Da gibt es aktuell noch keine Pläne, sie halten uns auf dem Laufenden. Wenn ihr das verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Aber genau wissen wir das noch nicht. Es wird aber ein Rework geben. In welcher Form auch immer bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe nicht mal eine Idee, wie sie es umändern könnten. Ich könnte mir vorstellen, dass man eventuell diese Chancen da rausnimmt und dass man durch, das hatten sie mal erzählt in dem Q&A, dass man, je nachdem wie lange man in so einem Außenposten überlebt, dann mehr Morphe bekommt. Wäre dann aber auch wieder schwierig für Sharon. Könnte mir aber sowas vorstellen, dass dann die
Außenposten per se einfach einen bestimmten Zeitraum oder sogar unendlich lang gehen und das wie so ein bisschen wie ein Wellending ist, dass immer mehr Gegner kommen, alter Valby Run auch wieder zurückkommen würde, würden die Leute sich bestimmt auch freuen und dass man richtig, richtig lange überleben kann und umso länger man überlebt, umso mehr Belohnung oder umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Belohnung bekommt, weil aktuell ist ja eher so, man spawnt oder man chillt am Außenposten mit Sharon, rennt rein, aktiviert das, killt den, hofft auf einen Morph, auf einen Stabi, rennt wieder raus, wartet eine Minute, beziehungsweise jetzt 30 Sekunden. Und das ist ja jetzt nicht so spannend und ist auch kein Koop-Ding. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Das habe ich auch schon immer gesagt. Infiltrationen mit Sharon macht im Koop-Modus leider fast nie Sinn. Und deswegen, denke ich mal, wird es hier eine riesengroße Umstrukturierung der Außenposten geben. Noch ein Feature kommt rein, wenn dann alle die Morphe in den Koop-Dungeons hier machen wollen, dann muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass jedes einzelne Koop-Dungeon hier öffentliche Einsätze auch Leute gefunden werden. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Ding. Die Spielerzahl geht natürlich auch immer weiter zurück. Natürlich kommen auch neue Leute dazu, aber die Spielerzahl geht zurück. So Season 2 wird bestimmt wieder mehr, aber die Spielerzahl ist jetzt nicht mehr so extrem krass, dass man jetzt überall hier auf öffentlich drücken kann und dann sofort 4 Leute hat. Deswegen wird es ein neues Feature geben, und zwar ein Zufalls-Dungeon-Sucher. Bedeutet, ihr könnt hier auf Zufall drücken, dann könnt ihr irgendein Dungeon zugewiesen werden und dort mitspielen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Loot dann nicht mehr Dungeon-spezifisch ist, sondern dass man den Loot voreinstellt. Jeder kann einen anderen Loot einstellen, den er möchte. Ihr drückt auf Zufall und kriegt dann irgendein Dungeon zufällig zugewiesen. Ob das so ist, keine Ahnung, könnt ihr ja gerne mal eure wildesten Fantasien und Theorien unten reinschreiben, wie sie das einführen werden. Die erste Änderung, die wir damals hatten, war ja, dass wir hier überhaupt öffentlich machen können. Das konnten wir ja eine lange Zeit nicht. Jedenfalls kann man ja jetzt hier öffentlich machen. Sie haben das hier umgeändert mit den Prozenten. Also da wurde ja schon viel, viel, viel umgeändert. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sie das Ganze reinmachen werden. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf Invasion und vor allen Dingen auf die 400%-Dinger. Die hoffe ich, dass die drin bleiben. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie das Ganze dann vonstatten geht. Auch hier mit den Belohnungen, was ja bei der 400% nicht so viel Sinn macht. Da wird auf jeden Fall noch viel geändert. Zu Season 2 können wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Zwei wichtige Dinge noch. Vergesst nicht das Daily-Event hier. Das müsst ihr wirklich jeden Tag machen, weil es hier echt gute Belohnungen gibt. Es gibt hier jeden Tag einen Boost. Den könnt ihr einfach in eurem Postfach lassen und dann rausholen, wenn ihr ihn wollt. Und vor allen Dingen hier diese Belohnung. 6 Metall, Feuerakkus, Polyatom, das sind echt viel Zeit, die ihr hier spart, indem ihr einfach mal jeden Tag einmal ein Modul kombiniert. Holt euch das auf jeden Fall ab. Es ist wirklich super, super cooler Loot und vor allen Dingen diese wöchentlichen, wo ihr einen Kristallkatalysator einfach so geschenkt bekommt. Deswegen vergesst es auf jeden Fall nicht. Und weil ich auch weiß, dass das oft Leute interessiert, zeige ich euch einmal den Shop von Ethanol. Hier könnt ihr auch sehen, was ich gekauft habe. Es gab wieder 2 Ausrüstungsplätze, es gab wieder 2x Stabilisatoren, es gab wieder einen Energieaktivator, ganz wichtig. Dann natürlich verschiedene Items für Waffen und Charakter. Und bei dem anderen, das war auch ganz cool, gab es wieder 2 Lagerplätze, auch wieder am Formstabilisator. Es gab sogar ultrapräzise Codebrecher, habe ich erst überlegt, ob ich die holen soll, aber ich habe schon 2 Formstabis, sorry. Wieder was für Charakter, für Waffen und natürlich die Farben, die hole ich immer, weil die Kernmaterialien, sind es Kernmaterialien? Grundmaterialien? Davon habe ich halt einfach unendlich, deswegen hole ich da einfach eigentlich immer alles, was geht. Wenn ihr nichts zu The First Season verpassen wollt, würde ich natürlich selber ein Follow freuen, selber ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.